beginne einfach mal mit Rot. Hier habe ich noch die Brauntöne von vorhin. Es gibt so einen fiesen Blick. Da schließt man die Augen ein bisschen und guckt so das Motiv an. Dadurch, dass man die Augen so schließt, reduziert sich das auf Helligkeit und auf Dunkelheit. Und wenn ich so gucke und vor allen Dingen auch das Motiv so angucke, sehe ich gleich, wo ich dunkel, wo ich hell hinsetzen muss. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu krass von der Farbe. Rot mit lichten Ocker und Sienna gebrannt zusammengemischt. Gibt erstmal eine relativ zurückhaltende Farbe. Genau, erstmal so ein bisschen ähnlich wie die Untermalung von der Farbe. Noch nicht zu dominant. Ganz rot setzen kann ich nachher zum Schluss. Mit Weiß, lichten Ocker, vielleicht auch ein bisschen Gelb. Ich mische gerne immer die Farben zusammen. Kann auch ein bisschen Schmutz vielleicht von hier, von der anderen Palette noch mit drauf, muss aber nicht. Mische ich auch schon mal die hellen Töne. Vielleicht schon einen Tick zu hell. Und immer wieder die Augen schließen. Man guckt grimmig, aber es guckt ja gerade niemand zu. Jetzt kommt schon der Punkt, sehen wir, wo ich dunkel brauche. Deswegen ist es gut, dass das Grün jetzt hier spontan auf der Palette mit drauf ist. Probieren Sie einfach aus, was passiert, wenn ich hier jetzt ein Gelb mit reinmische. Es wird ein bisschen wärmer, klar. Es macht fürs Bild nachher gar nichts, wenn das Rot hier auch auftaucht. Wenn mir das jetzt zu feucht ist, einmal durch den Mallappen ziehen, schwupps, ist es ein bisschen trockener. Mit Weiß und ein bisschen Gelb helle ich diese Rotstellen auf. Der Fisch ist hier ein bisschen heller, zum Beispiel. Auch in den Augen. Was nachher reizvoll ist, ist, dass hier eben das Blau auch noch durchschimmert. Dadurch spielt der Fisch mit Vorder- und Hintergrund. Also das gesamte Bild, da ist so ein Leuchten drin. Sie sehen, wie schön dieses Türkis hier auch so schon aussieht im Zusammenspiel. Das können Sie erhalten. Viele möchten immer alles zumalen. Haben Sie den Mut zur Lücke? Lassen Sie einfach mal Sachen stehen. Für die Schattenseite nehme ich jetzt das Blau von der anderen Palette. Dann erhalte ich eine Dunkelheit, die dem Ton, so der Gesamtfarbigkeit entspricht. Ich habe jetzt einen richtig satten Berg aus Ultramarinblau und Krabdunkel mir geholt. Schön. Richtig satte Farbe. Hier die Stellen noch mal ein bisschen genauer machen. Dadurch, dass Rot hier mit drin ist, kriegt man so einen Bezug zu dem Fisch. Das heißt, der Fisch wird Teil seines Untergrundes. Mit lichten Ocker vielleicht nochmal, um die Flosse noch so ein bisschen länger zu machen. So, und jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter weg, um mir das Motiv aus der Entfernung einfach mal anzugucken. Und ich habe doch noch eine Idee. So, das sind Hering
und Frau Makrele und die können jetzt hier durchschwimmen. Das kann man sich mal angucken, so. Wunderschön, also sieht echt schön aus. Ich beginne mal mit einem Grau. Das Grau mische ich mir aus Grün mit Rot, ein bisschen Weiß, vielleicht ein Hauch Blau. Gehe einmal kurz ins Rot, damit das Grau so einen leicht rötlichen Schimmer hier kriegt. Ich nehme einen kleineren Borstenpinsel, Stärke 16 ungefähr, weil ich jetzt schon gern ein bisschen die Details machen möchte. Ich gehe in dieses Gelb-Weiß, was auf meiner Palette noch war, und mische das auf der anderen Palette mit dem Grau. So erhält man möglichst natürliche Farben, wenn man die Farben so ein bisschen ineinander noch mischt. Ich schließe wieder die Augen zu diesem Blick. Und Sie sehen, dass sich das wieder zu einem schönen Fisch zusammenschließt. Wenn Sie genau hingucken, dann denken Sie, es sind nur Flecken. Aber trotzdem, je weiter man weggeht, umso mehr ist das ein Fisch. Jetzt kommt Hering. Wie wir Berge versetzen können, so können wir auch Fische unterschiedlicher Kulturen zusammenbringen. Leichte gelbliche Färbung. Warum nicht? Selbstverständlich, wenn ich mir die Makrele vorhin angeguckt habe, kann ich dieses Grün, was ich hier eben hatte, auch hier oben wieder auftauchen lassen. Das hier sind so ein bisschen die Reflexe vielleicht oben von der Sonne. Das ist das, worauf sich die Maler zum Schluss immer riesig freuen, noch einmal so Lichter setzen. Zack, hier vielleicht. Da. Noch einmal ein bisschen Farbe. So. Als Höhepunkt sozusagen an der Stelle. Vielleicht noch ein bisschen hier. Fertig ist das Auge. Wie immer mit Rot. Und mit Grün. Wo hast du deine Pupille? Da. So. Und hier noch ein bisschen. Sissa, fertig.